Yo, Friends, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Dragon Ball Super, aus gutem Grund, denn die neueste Folge war mal wieder so unglaublich krass. Ich habe diese Folge dreimal geschaut. Einmal, wir waren gestern auf der Frankfurter Buchmesse und dort haben wir uns die Folge live um 2 Uhr nachts alle zusammen angeschaut. Und die war so heftig, Leute, diese Folge. Meine Reaktion darauf war so. Ohne Spaß. Ich habe die Folge dreimal gesehen, ja. Einmal morgens natürlich, so schaue ich es immer. Danach mit Englisch-Subs, als ich zu Hause war. Und gerade eben nochmal mit einem Kumpel auf Deutsch, beziehungsweise mit deutschen Subs, weil die einfach so heftig war. Und als Vegeta-Freak bin ich nochmal komplett ausgerastet. Und zu diesem Anlass wollte ich ein Video machen. Und zwar zu drei Wegen, wie der Future Trunks Arc enden wird, beziehungsweise wie Black Zamasu oder Black Goku und Zamasu besiegt werden und wie Goku und Vegeta aus dem Schneider kommen. Und ja, da nenne ich euch ein paar Möglichkeiten. Wenn ihr mir nicht zustimmt, wenn ihr denkt, na, alle drei klingen unlogisch, dann schreibt eure Meinung unten in die Kommentare natürlich. Und wenn ihr meiner Meinung nach seid, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Okay, ich denke, dass es zunächst so sein kann. Wir haben jetzt natürlich gesehen, die beiden fusionieren. Das ist schon mal safe. Ich glaube, gegen Ende der Folge wäre cool, wenn es vorher wäre. Aber man hat ja erst am Ende der Preview gesehen, dass es sozusagen, dass sie fusioniert haben. Und ja, bei Potara-Fusion ist es ja so, dass man nur durch die Dragon Balls sich ja wieder defusionieren kann. Weiß jetzt nicht, ob das Wort so genau passend ist, aber ich denke auf jeden Fall, dass erstens, dass es sein könnte, dass Black stirbt und Zamasu versiegelt wird. Sowas glaube ich auch geplant, weil Black hat nicht die Unsterblichkeit und Zamasu hat die Unsterblichkeit und ja, kann mit dem Mafuba versiegelt werden. So, da gibt es jetzt die Problematik, da die beiden mit einem Potara-Ohrring fusioniert sind. Könnte es sein, dass diese Möglichkeit immer mehr schwankt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand sich wünschen wird, dass die beiden nicht mehr fusioniert sind. Weil ja, das wäre auf jeden Fall ein bisschen komisch. Deswegen finde ich diese Möglichkeit ultra langweilig, aber auch sehr unwahrscheinlich. Also da könnt ihr mal schreiben, wie ist eurer Meinung nach diese Möglichkeit, wie man die abändern könnte, dass es passt. Und ja, wie gesagt, es ist nicht ganz so passend. Danach die nächste und beste Möglichkeit meiner Meinung nach ist, dass Vegeta und Goku fusionieren. Das ist wirklich meiner Meinung nach die beste, die krasseste und auch was die Fans am meisten wollen. Das ist einfach die beste Lösung, ja. Goku und Vegeta, wenn die jetzt auch noch Vegetto wieder rausholen. Man hat so gehofft, dass Gogeta zum Beispiel kennen wird, weil das ja nur im Film vorkam. Und jetzt nochmal Vegetto zu sehen, der auch in Z vorkam, der also 100% kennen ist. Ich finde da absolut nichts falsch dran. Und ja, Vegetto jetzt zurückzuholen, natürlich, die können auch später wieder defusionieren, indem die einen Wunsch äußern. Aber wenn die beiden jetzt fusionieren würden, wäre es absolut genial. Wobei ich sagen muss, dass Vegeta in der letzten Folge wieder alles zerstört hat. Und ja, er ist momentan vielleicht sogar stärker als Goku, so wie es aussieht. Das kann man nie hundertprozentig genau sagen. Aber er hat Black ultra zerstört. Er ist so stark geworden innerhalb eines halben Tages im Raum von Geist zur Zeit, den er, by the way, komplett zerstört hat. Darauf komme ich immer noch nicht klar. Und ja, wie gesagt, Vegeta ist vielleicht ein bisschen zu hochnäsig momentan, um zu fusionieren, aber wenn es vielleicht um seinen Sohn geht, um seine Frau geht, könnte es sein, dass er das akzeptiert und die beiden fusionieren. Denn man hat ja auch Goku gesehen, dass er ein Ohrring auf dem linken Ohr hatte, aber bei Dragon Ball Heroes, da ist so ein kleiner Teaser gewesen und bei Heroes gibt es ja meistens so kleine Teaser, die auch auf den Anime sozusagen so ein kleines Foreshadowing zeigen und ja, das wäre eine weitere Möglichkeit und sozusagen die beste Möglichkeit, auch meiner Meinung nach. Wobei man auch nicht genau weiß, ob Black Zamasu, nenne ich ihn mal, ob er jetzt unsterblich ist, weil Zamasu Unsterblichkeit sich gewünscht hat. Das ist unklar, aber natürlich muss er ja am Ende irgendwie besiegt werden. Wobei es auch gehen würde, dass Vegetto ihn mit dem Mafuba versiegelt, wobei ich diese Möglichkeit auch nicht so. Ich will, dass es auf Dragon Ball Art und Weise geklärt wird, so wie es halt in Dragon Ball, beziehungsweise in Dragon Ball Z meiner Meinung nach, dass es dann so ausgeht, dass sie ihn einfach komplett zerstören und ja, diese
hochnäsige Fusionen sind immer so geil, weil die immer mit denen dann spielen und der eine kämpft nur mit den Füßen und so weiter und so fort. Also die machen den Gegner meistens so ultra runter dann. Sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass diese Fusion dann alles zerstört. Die nächste Möglichkeit, ja, eigentlich eine ganz coole Art und Weise, um den neuen Arc einzuführen, meiner Meinung nach, wäre, dass Goku den Knopf nicht wirklich benutzt, aber irgendwie mit dem Finger draufkommt oder irgendwas falsch macht, kurz bevor sie ihn besiegt haben oder wenn sie selber gerade kurz davor sind, besiegt zu werden oder Trunks getötet zu werden oder Bulma oder so, dass dieser Knopf gedrückt wird, Zenosama auftaucht und ihn nur mit einem Blick oder so zerstört. Klingt komisch, aber ich finde, das wäre eine geile Möglichkeit, um den neuen Arc einzuführen, um vielleicht Zenosamas Macht wirklich zu demonstrieren. Wäre das meiner Meinung nach eine ultra heftige Vorstellung. Leute, Goku kommt irgendwie auf den Knopf, keine Ahnung, durch irgendein Dings oder wenn er halt wirklich besiegt wird, auf den Knopf extra drückt. Ich finde, das ist die absolut krasseste Methode, um den neuen Arc einzuführen. Vielleicht kommt ja jetzt nicht direkt das Turnier, sondern man sieht was über Zenosama oder so. Das wäre meiner Meinung nach die perfekte Einführung, dass man diese Macht von ihm sieht. Natürlich, Bills wird wahrscheinlich nicht auftauchen, weil es anscheinend für einen Gott der Zerstörung nicht so einfach ist, durch die Zeit zu reisen. Und Whis ist, keine Ahnung, die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Wobei ich eher denke, dass wenn Bills nichts macht, dass Whis auch nichts machen wird, weil er halt der Engel von ihm ist sozusagen. Ja, das ist meine Meinung zu dem, was wie der Future Trunks Arc enden wird. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare und wie gesagt, stimmt ihr mir zu, stimmt ihr mir nicht zu, alles unten in die Kommentare damit. Ich hoffe, wir kriegen hier, sagen wir mal, 500 Likes, wären auf jeden Fall richtig cool. Wäre geil, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Das war's von mir, wir sehen uns beim nächsten Mal. Take the pain for my life, walk the distance from fear forever. Watch me turn.